Herzlich willkommen zum heutigen Web-Talk. Das Tool, was ich vorstellen möchte, nennt sich Bitsy. Das ist an sich schon ein sehr, sehr sympathischer Name, klingt sehr, sehr nett. Und an sich passt es auch total gut zu diesem Tool. Ich hatte mir im Vorfeld ein bisschen überlegt, wozu ist Bitsy jetzt eigentlich nützlich oder warum sollte man das kennen? Aber ich glaube, das Wichtigste überhaupt erstmal daran ist, es ist einfach ein Tool, was unwahrscheinlich viel Spaß macht, mit dem man rumspielen kann, mit dem man ausprobieren kann. Und darum empfehle ich euch allen, das ein bisschen euch anzugucken, euch damit zu beschäftigen. Es gibt manche Leute, die sagen, ja, eigentlich können sie wenig damit anfangen, aber andere, denen es gleich geht wie mir und die sagen, ja, das war ein total guter Tipp, macht total viel Spaß. Ich bin fast gar nicht mehr davon weggekommen und habe wirklich auch schon ganz viel versucht zu erstellen. Und das Schöne daran ist, dass das eigentlich für sehr junge Menschen gilt. Also ich kenne das, dass es eingesetzt wird auch in der dritten, vierten Klasse, also mit so 9-10-jährigen Kindern bis hin zu Erwachsenen, die dann einfach sich auch hinsetzen und damit Spiele oder eben auch ganz viele andere Sachen gestalten. Wie das funktioniert, was Bitsy genau ist, wie man das nutzen kann und was man damit dann auch machen kann, vielleicht auch noch ein bisschen mehr als Spieler, das lernt ihr jetzt alles kennen in den nächsten Minuten und ich gebe dazu einfach mal meinen Bildschirm frei, damit wir uns das gemeinsam angucken können. So, die Präsentation, die ihr hier seht, erreicht ihr über den Link kurzelinks.de/bitsy-webtalk. Da kommt ihr nicht direkt zur Präsentation, sondern wer schon bei früheren Web-Talks dabei war, kennt es, dass ich immer versuche, so eine Art Übersichtsseite zu gestalten. Da habt ihr hier unter Beispiele und Präsentation direkt die Präsentation verlinkt. Aber wenn ihr das danach auch selber ausprobieren wollt, dann ist es ja oft hilfreicher, als einfach so eine Präsentation durchzugehen, dass man hier so wie so eine Art Schritt-für-Schritt-Anleitung hat, die man ausprobieren kann und unten dann auch noch Links, die hilfreich sein können, wenn man sich vertiefter mit Bitsy beschäftigen möchte. So, ich gehe jetzt aber wieder hier rein in die Präsentation und ihr könnt entscheiden, ob ihr über diese Anleitung mitverfolgen wollt oder euch auch die Präsentation öffnet und hier mit durchschaut. Was wir machen werden, ist, dass wir uns verschiedene Sachen zuerst angucken werden, nämlich einmal, was ein Bitsy überhaupt genau ist, also das so ein bisschen zu charakterisieren, dann spezieller zu gucken, wie man Bitsy zum Lehren und Lernen nutzen kann, schließlich und vor allem Beispiele angucken. Ich finde, daran wird es dann immer konkret, was so ein Tool überhaupt macht. Und im letzten Schritt gehen wir dann vor allen Dingen ins Ausprobieren und am Ende haben wir dann auch schon ein eigenes Bitsy gestaltet. Wenn ihr parallel mitmacht, habt ihr das sozusagen auch hingekriegt. Ja, was ist überhaupt Bitsy? Am besten lässt es sich, glaube ich, charakterisieren als ein Pixel-Editor. Also es ist wie eine Art Werkzeug, was ich in meinem Browser öffnen kann und dadurch, dass ich in Pixelformale, also so ein Klecks neben den anderen Sätze, ganz viele unterschiedliche Dinge gestalten kann. Wie das genau funktioniert, gucken wir uns nachher an. Aber erstmal ist diese Grundcharakteristik, glaube ich, wichtig, dass das einfach ein sehr, sehr minimalistisches Tool ist. Also es ist eigentlich gar nicht viel dahinter. Wichtig ist auch, dass das Ganze Open Source ist. Man kann es zum Beispiel nutzen über die URL meinbitsy.de. Es gibt aber auch ganz viele andere Installationen. Und wenn man ein Bitsy erstellt, dann macht man das, so wie wir das kennengelernt haben bei anderen Webtools auch, direkt im Browser. Also es findet keine Übertragung zu irgendeinem Server statt, sondern man arbeitet nur lokal und kann es sich dann nachher runterladen als eine HTML-Datei. Und als eine HTML-Datei ist es auch wieder überall im Netz veröffentlicht. Also von daher erstmal ein sehr, sehr simples Tool. Was ist also daran jetzt auch cool oder warum empfehle ich euch, euch damit zu beschäftigen? Ich habe das genannt, das Barcamp-Prinzip, nach dem Bitsy funktioniert. Wer schon mal beim Barcamp war, der hat kennengelernt, dass Barcamp ja erstmal so, oh, sehr offenes Veranstaltungsformat, aber an sich ist das so, das ist das erste Emoji mit diesem Rahmen, dass es doch einen sehr, sehr engen und klaren vorgegebenen Rahmen gibt. Und das Besondere an diesem Rahmen ist jetzt, dass der gar nicht zu komplex oder zu kompliziert ist. Also man kann Neulingen, die zum Barcamp kommen, in ein paar Minuten erklären, wie so ein Barcamp funktioniert. Es gibt die 45-Minuten-Sessions, dann gibt es die Pause, am Anfang ist die Sessionplanung, da trägt es jeder vor. Es ist also einfach verständlich, sehr übersichtlich, aber es ist trotzdem sehr, 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 na, wollen wir schon fast sagen, eng gestaltet, was sozusagen möglich ist. So. In diesem Rahmen, das ist dann jetzt die Glühbirne als zweites Zeichen, ist dann aber unwahrscheinlich viel möglich. Und meine These ist, dass es gerade
durch diese sehr, sehr klare Struktur auf der einen Seite, die gleichzeitig aber sehr, sehr leicht erklärbar ist, also jeder versteht das, und eben der Möglichkeit innerhalb dieser Struktur dann alles Mögliche zu machen, was man sich sozusagen vorstellen kann, zum richtig, richtig coolen Veranstaltungsformat wird. Und Bitsy ist genau identisch, weil es ist, wie ich dargestellt habe schon, ein sehr, sehr minimalistisches Tool. Man kann auf den ersten Blick denken, ich kann da ja eigentlich fast gar nichts machen. Wie eng bin ich da denn eigentlich festgelegt, wo ich hier im Prinzip nur klicken kann oder machen kann? Aber gleichzeitig ist es nicht ein Tool, wo ein klarer Zweck dahinter steht. Also, dass ich sagen würde, das ist jetzt ein Tool, mit dem ich eine interaktive Übung erstelle oder das ist ein Tool, mit dem ich eine Präsentation erstelle, sondern was ich dann mit dem Tool machen möchte, das ist völlig offen. Und sehr schnell, wenn man mit Bitsy arbeitet, wird man dann merken, dass die Begrenzungen bei Bitsy eigentlich gar nicht mehr der technische Rahmen sind, sondern dass dieser enge technische und dadurch auch leicht erklärbare Rahmen es überhaupt ermöglicht, unwahrscheinlich viel Kreativität zu entfalten und unwahrscheinlich viel hinzukriegen und zu machen. Und für mich ist deshalb Bitsy so ein Top-Beispiel für ein wirklich sehr zeitgemäßes Webtool, weil eben diese Offenheit dadurch entsteht, dass eigentlich die Ideen unbegrenzt sind und den technischen Rahmen dann ja überschreiten oder man den eigentlich gar nicht mehr merkt. Was heißt es dann jetzt zum Lehren und Lernen? Das ist ja immer entscheidend. Also wir machen ja schon Web-Talks, dass wir sagen wollen, wir suchen irgendein Bildungspotenzial, was diese Tools dann haben. Und ich hatte überlegt im Vorfeld, was ich das ganz Besondere an Bitsy als ein Tool finde. Und das eine habe ich gerade eben schon genannt, dass ich es so spannend finde, weil man wirklich sehr kreativ damit sein kann, in so einem Sinne, man kann ganz selbst überlegen, was man da in irgendeiner Form gestalten kann, was man da machen möchte. Man ist also nicht auf einen bestimmten Weg festgelegt. Und was dann bei Bitsy dazukommt, das ist das sehr Schöne, dass es gleichzeitig ein Tool ist, was eine sehr, sehr große Konzentration erfordert. Also man hat sehr schnell so ein erstes Bitsy gemacht, das sind so ein paar Minuten. Aber ich erlebe es immer wieder, dass Menschen dann an Bitsy da dran sitzen und dadurch, dass man das so Pixel für Pixel für Pixel für Pixel gestaltet, bekommt es schon fast so was Meditatives. Also wenn man wirklich schöne künstlerische Spiele oder Präsentationen oder was auch immer gestalten will, dann braucht es richtig lange, dass man da Pixel für Pixel hinsetzt und richtig aufeinander reiht und dann kann man da auch sehr feingliedrig arbeiten und dadurch dann eine ganz, ganz große Konzentration reinstecken. Und das ist was, also diese Verbindung zwischen Kreativität und Konzentration ist was, was bei Bitsy einfach sehr, sehr toll ist und was ich so in der Form eigentlich auch bei keinem anderen Tool kenne. Ja, was es cool macht zu nutzen, also gerade wenn man sagt, in Schule, in Erwachsenenbildung oder wo auch immer möchte, dass man sich einsetzen, ist zum einen, dass man sagen kann, also so grundsätzlich übergreifend, es ist einfach ein Tool, was eine Webgestaltung ermöglicht und dadurch sowas ermöglicht, was ich immer nenne, digitale Souveränität. Also Menschen kriegen mit, sie können hier selber was zusammenklicken und dann passiert was und sie können was im Netz veröffentlichen und sie haben was dargestellt. Und es ist eben mehr als nur zu sagen, ich schreibe da einen Text, sondern es kann tatsächlich was passieren. Da können verschiedene Objekte miteinander interagieren, da können Avatare durch irgendeinen Raum spazieren. Dazu gucken wir uns nachher Beispiele an. Für Bitsy spricht auch, dass man sehr schnell den Einstieg hat. Also wenn ich den schulischen Kontext mir überlege, dann ist es eigentlich eine Schulstunde, dass man das vorstellen kann und am Ende der Schulstunde haben die Schülerinnen und Schüler schon ihre ersten Bitsys erstellt. Für alle, das habe ich auch schon dargestellt, also wie gesagt, ich kenne es, 3., 4. Klasse, dass man damit schon anfangen kann und eben bis in die Erwachsenenbildung möglich zu nutzen. Und eben, es ist sehr, sehr vielfältig nutzbar, weil es eben keinen festen Einsatzzweck hat. Und dieses vielfältig nutzbar, das können wir uns jetzt im nächsten Schritt angucken, weil ich einfach mal ein paar Beispiele vorbereitet habe. Diese Beispiele sind jetzt alle so, dass ich die extra so erstellt habe, dass das jetzt nicht die künstlerisch wertvollsten Sachen sind, sondern dass das alle Beispiele sind, wozu ich nicht mal 15 Minuten gebraucht habe in der Erstellung. Einfach um deutlich zu machen, was für verschiedene Varianten sind denn da möglich und was geht, ohne dass ich schon ganz viel Zeit reinstecke oder schon ein immenses Wissen haben muss. So, und das Erste, was ich zum Beispiel machen kann, wäre, dass ich mit Bitsy so kleine Botschaften oder Weisheiten oder auch Gefühle, wie man das immer nennen will,
weitergeben kann. Da ist hier dieses Beispiel, Schritt für Schritt ans Ziel gelangen. Man sieht jetzt schon mal, wie so ein Bitzi aussieht. Also ich habe immer so eine Einleitungsfolie und ich nutze das dann, indem ich die Pfeiltasten an meinem Rechner verwende. So, und hier sieht man dann jetzt so ein kleines Bitzi, wie es aufgebaut ist. Ich habe also so einen Mini-Avatar, den kann ich irgendwie so gestalten, wie ich das haben möchte. Mit diesem Avatar kann ich hier durch die Gegend laufen, also durch diese Pixelfläche, die da ist. Und hier ist es jetzt so gestaltet, dass ich eben nachgebaut habe, Schritt für Schritt ans Ziel gelangen und tatsächlich, hurra, geschafft. Am Ende ist mein Avatar oben angekommen. Also so ein ganz, ganz einfaches Beispiel, wie so ein erstes Bitzi aussehen kann. So, genauso was möglich ist, ist, dass tatsächlich Spiele gestaltet werden. Auch hier habe ich jetzt mit Absicht ein sehr, sehr simples Beispiel genommen. Also in dem Fall lasse die Luftballons zerplatzen. Man erkennt jetzt schon, der Aufbau ist wieder ganz ähnlich. Hier sieht man jetzt, dass mein Avatar ganz anders aussieht. Ne? Ist so ein kleiner Explosionssprengkörper, mit dem ich durch die Gegend laufen kann und jetzt hier diese Luftballons einfangen kann. Was man jetzt gleich noch sieht, ist, wenn ich hier oben noch diesen hier nehme und dann auch hier unten und dann hier rüber gehen will, dass ich in Bitzi auch sowas machen kann, wie Festlegungen zu treffen, wie man von einem Raum in anderen kommt. Also hier kriege ich jetzt die Nachricht, dass noch nicht alle Luftballons zerplatzt sind, dass ich deshalb also weiter versuchen muss. Und wenn ich hier jetzt hingehe, den hier noch nehme und dann wieder hinkomme, sieht man, wow, ich habe es geschafft und ich komme jetzt ins nächste Level und komme dann sozusagen in den nächsten Raum und könnte hier weiterspielen. Also auch das zu verdeutlichen, es ist so ein ganz simples, einfaches Spielprinzip umsetzbar, dadurch, dass man verschiedene Räume haben kann, dass man auch Objekte festlegen kann, die man dann sozusagen einfangen oder einsammeln oder was auch immer machen kann. Nächstes Beispiel gucken wir uns noch an. Das ist dann noch ein Schritt mehr. Das ist dann, dass ich Geschichten gestalten kann. Und Geschichten sind jetzt so gemeint, dass man ein Bitzi sehr oft so machen kann, dass man einfach wie so eine Art Umgebung gestaltet. Und hier sieht man jetzt schon mit dem Malen, wie man mit solchen Pixeln natürlich viel, viel mehr noch zeichnen oder gestalten kann, als wir das vorher hatten. Und hier haben wir jetzt nur ganz einfach nachgebaut, diese Geschichte von Rotkäppchen, die hier hinspaziert. Und der Wolf fragt natürlich gleich, ob sie nicht einen schönen Blumenstrauß pflücken will. Wenn Rotkäppchen jetzt einfach weitergeht, dann lesen wir, wow, Rotkäppchen, hast du gut gemacht, du bist nicht vom Weg abgekommen und darum konnte der Wolf dir nichts tun und du gelangst sicher zur Großmutter. Wenn ich das Ganze jetzt nochmal spielen will, dann könnte ich das auch anders ausprobieren. Also Rotkäppchen geht jetzt hier nach hinten und pflückt die Blumen. Wir sehen, in der Zeit ist der Wolf verschwunden und wenn ich jetzt hier weiterlaufe mit meinem Rotkäppchen, dann kriege ich die Nachricht, oh je, Rotkäppchen, während du Blumen gepflückt hast, hat der Wolf die Großmutter gefressen und ich habe das Spiel verloren. Also auch hier sieht man nochmal mehr Möglichkeiten, um auch tatsächlich Geschichten darzustellen und Geschichten zu spielen. Ganz einfache Sache dann auch noch, ich habe es jetzt Präsentationen genannt. Im Endeffekt kann man damit ganz viel machen, wenn man Lernenden sagt, stelle doch mal dar, wie du dich fühlst, was du gerne magst, was du gerne machst, wie du lebst, was dir wichtig ist in deinem Leben. Hier war es jetzt das Thema, was ist dir an deinem Smartphone wichtig? Und da ist dann quasi ein Bitzi erstellt als so eine kleine nachgebaute Smartphone. Und wenn man hier die verschiedenen Icons besucht, wird immer jeweils erzählt, warum das Smartphone für diese jeweilige Person wichtig ist. Also da gar nicht so sehr ein Spiel, sondern doch eher eine Präsentationsart, was man sozusagen an dem eigenen Gerät wichtig findet. Ja, und als letztes habe ich dann noch, weil das sehr oft mit Bitzi verbunden wird, sowas zu machen, wie eine Raumdarstellung zu machen. Manche Leute kennen vielleicht Minecraft oder Minetest als eine Spielesoftware, wo natürlich viel, viel mehr möglich ist als in Bitzi. Aber auch in Bitzi kann ich sowas gestalten, wie zum Beispiel, wie sieht es denn aus, wenn ich morgens in die Schule gehe? Und dann komme ich vielleicht den Raum rein, die große Tür rein, dann laufe ich hier erstmal eine ganze Treppe hoch. Und wenn ich hier oben bin, komme ich dann in mein Klassenzimmer mit den verschiedenen Tischen. So.
Das war jetzt ein ganz schneller Überblick, um einmal zu zeigen, was ist vielleicht überhaupt möglich mit Bitsy. Das ist ja erstmal so, um überhaupt Spaß dran zu finden, dieses Tool sich näher anzugucken. Und der nächste Schritt ist dann jetzt zu sagen, wie sieht denn das aus und wie kann ich sowas dann vor allen Dingen selber machen? So, und da werden wir jetzt nichts sehr Komplexes bauen, aber doch die Grundschritte uns einfach angucken, wie man so ein Bitsy gestalten kann. Und wo wir hingehen dazu, das hatte ich vorher schon angegeben, dass es zum Beispiel eine Installation ist, die man nutzen kann, die findet man unter meinbitsy.de. So, das öffne ich. Wenn man meinbitsy.de öffnet, kommt man auf so eine erste kurze Begrüßungsseite und wenn man dann auf Erstelle jetzt dein Bitsy klickt, dann kommt man zu der eigentlichen Bitsy-Übersichtsseite. Das ist ganz schön, weil es jetzt auch mit dem letzten Update so ist, dass das lokalisiert wird. Also man hat eine deutsche Übersetzung davon, was die Nutzung sehr viel vereinfacht. Und wir fangen mal damit an, dass wir uns vielleicht so einen Überblick über dieses Tool verschaffen, weil das auf den ersten Blick ja doch ein bisschen unübersichtlich und viel aussieht. Also grundsätzlich ist es so, dass es in Bitsy lauter verschiedene Paletten gibt, die hier aufgelistet werden. Welche Paletten da sind, kann ich entscheiden, indem ich hier die verschiedenen Sachen anklicken kann. Das sind die Werkzeuge. Wenn ich schon zufrieden bin, was angezeigt wird, kann ich auch einfach diese Werkzeugliste einklappen. So, jetzt klappe ich sie nochmal aus und sage zum Beispiel, dass ich dieses Überfeld hier brauche ich jetzt nicht unbedingt, weil ich weiß jetzt schon, was bei Bitsy wichtig ist. Und die anderen Sachen herunterladen, will ich das Teil vielleicht jetzt auch noch nicht. Dialoge schreibe ich auch noch keine. Dann ist es erstmal so für den Einstieg übersichtlicher. So, wie funktioniert das Ganze jetzt? Die wichtigste Palette, die ich brauche, ist hier diese Raumpalette. Das ist der erste Raum, der standardmäßig sozusagen dargestellt ist und der mir einfach angeboten wird. Ich kann das ausprobieren. Wenn ich hier auf Spielen klicke, dann sieht man, dass noch gar nichts dasteht, sondern nur hier solltest du deinen Spieltitel hinschreiben. Und man sieht, dass mein Avatar sozusagen da ist und dieser Avatar kann hier auch durch die Gegend spazieren und zum Beispiel eine Katze treffen. So, diesen Raum kann ich jetzt füllen durch meine Zeichnenpalette. Und wichtig ist hierbei, dass ich mir immer jeweils angucken muss, welcher Tab gerade aktiv ist. Und je nachdem, welcher Tab aktiv ist, ändere ich hier den Inhalt von der Zeichenpalette. Also Beispiel, jetzt ist der Avatar aktiv. Damit kann ich also, wenn ich jetzt hier reinklicke, festlegen, wo der Avatar am Anfang sich aufhalten soll. Kann ich jetzt zum Beispiel sagen, hier rechts oben in der Ecke finde ich eigentlich ein ganz guter Platz. Gleichzeitig kann ich sagen, ich finde es eigentlich gar nicht schick, wie dieser Avatar jetzt aussieht. Ich hätte gern einen Avatar, der so einen kleinen Hut hat. So, jetzt sieht man schon, dass sich mein Avatar direkt verändert und er jetzt so einen Hut trägt. Was ich noch machen kann, das ist dann nochmal ein Schritt mehr, dass ich dem Avatar eine Animation geben kann. Kann ich jetzt zum Beispiel sagen, der Avatar ist ganz aufgeregt und der möchte gerne hier so ein pochendes Herz haben. Und das kann ich dadurch hinkriegen, dass ich einfach in dem zweiten Frame, den ich hier öffne, so einen kleinen Punkt reinsetze, der in diesem ersten Frame nicht da ist. Dadurch sehe ich dann hier die Vorschau. Ah, cool. Und es wird direkt in meiner Zeichenpalette auch angepasst. Und vom Prinzip her sieht man jetzt hier schon, wenn ich vorher gesagt habe, sehr, sehr enger Rahmen und sehr begrenzt, aber dadurch dann natürlich an massig an Möglichkeiten, dass es, wenn man sich Bitsys anguckt, die andere Menschen erstellt haben, dass es schon allein mit so einer Mini-Pixel-Palette, wie wir sie hier sehen, so eine unglaublich große Vielfalt gibt an Avataren, die da am Entstehen sind. Das kann man sich jetzt ja schon vorstellen. Ne? Man kann da irgendwelche Wesen mit vier Beinen machen. Wir hatten vorher gesehen, als ein Avatar bei dem Luftballons zerplatzen, so ein blinkendes, fliegendes Ding. Also alles Mögliche kann ich hier gestalten, einfach dadurch, dass ich Pixel anklicke oder eben auch abklicke. So, was ich auch machen könnte, was ganz nett ist, wenn ich das wieder schauen will mit dem Frame hier, was ich ändern will, dass der zum Beispiel die Hände hochstreckt und wie so eine Art Hallo sagt. Ne? Sieht man jetzt auch, übernimmt er direkt.
Das ist also das Grundprinzip. Ich habe hier immer ein Pixel-Ding zum Malen und ich kann die Animation hier unten über die Frames, über die verschiedenen Rahmen festlegen. Das Ganze funktioniert dann genauso mit den anderen Tabs, die ich hier zur Verfügung habe. Und da ist jetzt erstmal wichtig, bei dem Avatar ist es so, funktioniert ja auch ansonsten in so einem Spiel nicht anders, da habe ich einfach ganz genau einen Avatar. Mehr kann ich dann nicht machen. Und wenn der Avatar angeklickt ist, das Einzige, was ich tun kann, ist, dass ich den irgendwo anders hinsetze. So. Anders sieht es aus bei den Tiles. Die Tiles sind die, die sozusagen die Umgebung von meinem gesamten Bitsy hier in irgendeiner Form erstellen. Da ist jetzt also standardmäßig vorgestellt, so ein kleiner Block. Und wenn ich jetzt hier drauf geklickt habe, dann könnte ich also sagen, ich möchte hier diese Umgebung noch weiter ausbauen. Klicke ich also hier hin, kann ich also so viele festlegen, so viele ich will. Spannend bei den Tiles ist es jetzt aber, dass ich die auch in ganz unterschiedlichen anderen Formen und Farben machen kann. Also ich könnte jetzt sagen, ich möchte hier unten so ein paar Wellen zum Beispiel da haben. Könnte ich hier klicken und sagen, ich möchte noch mal was dazu haben und versuche jetzt hier einfach mal so ein kleines erstes Wellenmuster zu gestalten. Das kann man dann vielleicht auch ein bisschen noch mit einer Animation gestalten, dass man hier nochmal rüber geht, dass das so ein bisschen vor sich hin blinkt. Na, das ist jetzt alles nur ganz, ganz schnell gemacht. So. Und das wäre jetzt dann die Möglichkeit, dass ich hier zum Beispiel einfach sage, so ein bisschen Wasser soll hier in der Ecke sein. Und dann setze ich das noch dazu. Genauso, was ich mit den Tiles auch machen kann, ist, dass ich sagen kann, ich mache Tiles, die aus mehreren Teilen bestehen. Und ich mache zum Beispiel das untere Teil, so einen ersten Strich hier hin, den setze ich dahin. Und das nächste Teil, was ich festsetze, da mache ich so eine kleine Pfeilspitzenform. Alles sehr basismäßig gestaltet, aber wichtig ist ja, dass ihr das Prinzip versteht. Und könnte das hier dran setzen und dann sieht man, jetzt wäre ein Pfeil entstanden. Und die künstlerischen Bitsys, die entstehen, da ist es dann tatsächlich so, dass ich Pixel für Pixel jedes einzelne Stück hier malen und gestalten kann und so dann ein tatsächliches Bild aufbauen kann. Also ein bisschen haben wir das gesehen bei Rotkäppchen und der Wolf, wo man dann den Baum im Hintergrund gesehen hat, genauso müsste ich dann vorgehen, dass ich wirklich ein Teil nach dem anderen hier hinsetze und dann eben so anpasse, dass dann am Ende ein Gesamtbild entsteht aus vielen kleinen Einzelpixels, die wiederum einzeln gestaltet sind. Und wichtig ist eben hier jetzt, immer an der Stelle, an der ich mich befinde, also wenn ich wieder zurückgehe zu dem ersten Block und den dann nutze, dann ist es, dass auf der Zeichenpalette ein Block hingesetzt wird. Wenn ich weitergehe zu dem Wasser und klicke, dann wird sozusagen das Wasser zugefügt. So, eine Funktion gibt es noch bei den Tiles und das ist die Funktion Wand. Das kann ich machen, wenn ich möchte, dass Sachen für meinen Avatar nicht durchlässig sind, also er nicht durchlaufen kann. Dann aktiviere ich hier unten einfach diese kleine Schaltfläche und jetzt wäre das so, dass der Avatar durch diese Blockteile nicht durchspazieren kann. Bei dem Wasser ist es so, dass ich das nicht aktiviert habe. Also ihr könnt jetzt hier runter und schwimmen gehen. So, das wäre gar kein Problem. Aber durch diese Begrenzung hier an der Seite kommt er sozusagen nicht durch. Das ist das, was man bei Tile wissen kann. So. Dann haben wir noch zwei weitere Sachen. Das eine ist Sprite. Sprite ist ein Objekt, mit dem mein Avatar interagieren kann. Da haben wir hier an dieser Stelle schon vorbereitet eine kleine Katze. So, und die Katze, das ist jetzt das Besondere, das hatten wir auch gesehen, wo wir das einmal testweise gespielt haben. So ein Sprite kann mit dem Avatar sprechen. Und der spricht dann, sobald er irgendwo in die Nähe kommt und hingeht. Bei Sprites kann ich es genau gleich machen wie bei Tiles, kann also auch weitere Sachen festlegen, könnte hier jetzt nochmal eins machen und könnte hier zum Beispiel ein zweites kleines Männchen vorbereiten. Ganz schnell und vorsichtig, so, tschuk, tschuk.
Na, sieht jetzt nicht ganz wie ein Männchen aus, aber macht nichts. Ihr seht den guten Willen. So, das könnte ich hier hinsetzen. Und auch diesem Menschen könnte jetzt hier unten ein Dialog zugeordnet werden. Also, hallo, mein Freund. Damit hätten wir hier einen weiteren zugeordnet. Und auch bei Sprites ist es so wie bei Avataren. Ich kann viele erstellen, aber jeden einzelnen kann ich nur einmal zuteilen. Also, wenn ich jetzt hier die Katze wieder anklicke und dann klicke ich drauf, dann kommt nicht eine zweite Katze dazu, sondern ich bewege diese eine Katze und diese eine Katze hat auch genau diesen Dialog. Und der letzte Punkt ist jetzt dieses, dass ich Objekte machen kann. Da gibt es hier jetzt ein T ist vorbereitet, das könnten wir mal umändern und vielleicht benennen, dass ich sage, ich mache eine Blume, so wie wir das bei Rotkäppchen gesehen hatten. Da kann ich so eine kleine Blume mit Blütenblättern gestalten. Und bei Objekten ist es jetzt so, anders als bei den Tiles oder bei den Sprites, wenn ich die hier hinsetze, dann ist die sozusagen mehrmals da. Also ich kann die Blume ganz, ganz oft verwenden und könnte den Dialog dann entsprechend zuordnen. Oh, eine schöne Blume. So. Jetzt können wir das noch einmal spielen. Also einfach, dass wir sehen, was jetzt passiert ist, weil das die wichtigsten Grundelemente sind, mit denen ich in so einem Bitsy schon mal relativ viel machen kann. Also ich habe einen Avatar erstellt, ich habe verschiedene Formen erstellt, mit denen ich dieses Bitsy ein bisschen netter gestalten kann, mit ganz vielen verschiedenen Dingen. Ich habe ein Sprite, nochmal ein zusätzliches erstellt, neben der Katze, nämlich diesen kleinen anderen Menschen, der auch einen Dialog macht, also wenn ich dem begegne. Und ich habe noch einige Blumen als Objekte festgelegt. So, und wenn ich das dann jetzt spiele, startet es wieder ganz genau. Das muss ich nochmal ändern, dass hier der eingekommen. Ich laufe hier also hin und der spricht hier und sagt, hallo, mein Freund. Und ich pflücke eine Blume und sehe dann, oh, eine schöne Blume. Wie man jetzt sieht, ist die Blume dann danach weg. Und ich kann zu meiner Katze laufen und die Katze sagt immer noch, ich bin eine Katze. Und was wir auch ausprobiert haben, ich komme jetzt hier nicht mehr durch die Wand durch, aber ich kann hier durchaus durch das Wasser spazieren oder auch dieser Pfeil, der ist ebenfalls durchlässig. Also das sind die Grundsachen, die wir uns angeguckt haben. Der häufigste Fehler bei Bitsy, den dürfen wir jetzt nicht machen, ist, dass wenn man dieses Spiel ausprobiert hat, dass man dann sofort sagt, ach, jetzt baue ich hier einfach weiter, ohne im ersten Schritt dieses Spiel zu stoppen. Und das ist das, was man also zuerst machen muss, das Spiel stoppen und danach kann man ganz normal weiterarbeiten. Jetzt zeige ich euch noch zwei Sachen, die so ein bisschen weiterführender sind. Also das eine ist nur, wie laden wir das dann runter, sodass wir das weiter nutzen können. Aber das davor ist nochmal ein bisschen weiterführend, weil das einfach ziemlich viel Spaß macht, was man damit dann auch mehr machen kann in diesem Bitsy. Und das ist, ausgebautere Dialoge zu haben. So, das klicke ich hier mal drauf und ich suche mir hier jetzt mal den Dialog aus, den wir von der Katze kennengelernt haben. Jetzt ist es so, dass ich nicht mehr unbedingt möchte, dass die Katze nur sagt, ich bin eine Katze, sondern ich möchte gerne, dass die Katze sagt, bring mir eine Blume. Und wenn ich eine Blume bringe, dass die Katze dann sagen soll, oh, das ist aber eine schöne Blume. Also es ist quasi eine Verzweigung, die ich hinkriegen muss. Und naja, man kann es schon fast Programmieren nennen, dass da wie so eine Art Schleife ist. Also wenn das eine passiert, dann soll eine andere Reaktion eintreffen. Um das hinzukriegen, lösche ich den bisherigen Dialog und mache stattdessen einen anderen Dialog. Und da muss man sich jetzt hier so ein bisschen durchklicken, dass man da das Richtige findet. Und wenn man ein bisschen darin rumspielt, sieht man auch, was es da noch alles für Möglichkeiten mehr gibt. Wir gehen jetzt in die Listen und dann in die verzweigte Liste. Das ist das, was ihr am allerhäufigsten brauchen werdet. So, und jetzt ist Bitsy eigentlich ganz schlau, weil Bitsy sich jetzt schon immer automatisch überlegt, was könnte denn irgendwie realistisch sein, was jetzt hier vielleicht gebraucht werden muss? Und das schlägt mir schon automatisch vor, wenn Blume im Inventar 1 ist, was soll dann passieren? Und wenn Blume eben nicht 1 ist, was soll dann passieren? Da kann ich also hinsetzen, wenn eine Blume gepflückt ist, soll man sagen, oh toll, danke für die Blume.
Und wenn eben keine Blume da ist, soll die Katze sagen, bitte bringe mir eine Blume. So, das sind also diese beiden Varianten, die wir dann jetzt hier ausprobiert haben. So, und jetzt können wir das Ganze nochmal spielen. Das zeige ich euch gleich noch, wo wir den Spieltitel dann hinschreiben. Ich spaziere also mit meinem Avatar wieder direkt zur Katze. Was sagt die Katze? Bitte bringe mir eine Blume. Spaziere ich zu der Blume, kriege die Blume, oh, eine schöne Blume. Spaziere der Katze zur Katze und die Katze sagt, oh toll, danke für die Blume. So, das ist jetzt für Menschen, die wahrscheinlich so regelmäßig programmieren und Code schreiben, nicht so super spannend als eine Erfahrung. Meine eigene Erfahrung ist, wenn ich das mit Menschen gemeinsam mache, die ansonsten wenig Ahnung vom Programmieren haben, dass die sehr schnell sehr begeistert sind und dann eben anfangen rumzuspielen. Was kann ich denn hier oben noch anders setzen? Müsste das denn sein gleich eins? Könnte ich auch sagen, wenn es mehr als eine Blume gibt, was kann ich da denn ansonsten noch an Dialogen festlegen? Also sobald man das einmal ausprobiert hat und so eine Funktion hingesetzt hat, dann also fängt es schon an, Spaß zu machen und man fängt an, auszuprobieren und da dann auch viel, viel mehr zu machen. Jo. Was auch noch geht, das hatte ich vorher vergessen, das muss ich noch dazwischen schieben, bevor wir zum Runterladen kommen, ist, dass wir bis jetzt natürlich hier in einer einzelnen Pixelfläche gearbeitet haben. Aber was ich natürlich ganz genauso machen kann, ist, dass ich mehrere Räume setzen kann. Da klicke ich dann hier oben drauf, um einen neuen Raum zu gestalten und kann dann jetzt auch von diesem einen Raum zum anderen Raum sozusagen einen Übergang gestalten. Und das mache ich hier unten. Das ist noch dieses, was man braucht, dass ich hier Übergänge und Enden habe. Den würde ich festlegen. Ich möchte jetzt einen einseitigen Übergang von der einen zur anderen Seite. Da schlägt es mir vor, an welcher Stelle das sein soll. Das mache ich jetzt vielleicht mal, dass ich das hier oben ins Wasser tue. Und der Ausgang ist dann in diesem zweiten hier unten. Das ist meinetwegen in Ordnung. Wenn ich das dann jetzt wieder spiele, das kann man auch noch einmal zeigen, dann kommen wir sozusagen, wenn wir hier ins Wasser gehen, in den zweiten Raum und sind dann da, den wir entsprechend auch gestalten können. So, letzter Punkt, herunterladen. Das ist wirklich ganz simpel. Ich suche mir hier oben in meiner Werkzeugliste herunterladen als eine Möglichkeit aus. Das kann ich mir hier auch jeweils hin verschieben und sage dann einfach, ich möchte das Spiel herunterladen. Was dann passiert, ist, dass eine HTML-Datei auf meinem Rechner gespeichert wird. HTML-Datei kann ich über einen Messenger verschicken, kann die irgendwo hochladen. Das ist in der Übersichtsseite auch ein paar Links, wo das sozusagen möglich ist. Oder ich kann sie natürlich auch irgendwie per Mail verschicken und dann kann das lokal geöffnet werden. Hier wäre dann jetzt mein Spiel. So, das Einzige, was jetzt noch nicht schön ist an diesem Spiel, ist, dass hier sollte dein Spieltitel stehen, steht. Dazu würden wir nochmal in die Dialoge gehen und da können wir uns einfach durchklicken, was hier steht. Und da wäre dann statt, hier solltest du deinen Spieltitel hinschreiben, mein erstes Bitsy. So, das waren jetzt die allein Vorstellung von Bitsy, glaube ich, nur so auf eine Viertelstunde, denke ich mal, wo wir da durchgegangen sind. Und wahrscheinlich ist es auf den ersten Blick so, dass man sagt, boah, das ist doch sehr unübersichtlich und was sind hier für viele Sachen und wie sieht es aus? Um das Ganze zusammenzufassen, ist, glaube ich, das Wichtige, man geht immer davon aus, dass man eine gestaltete Fläche hat, auf der man arbeitet. Man geht genau auf die Fläche hin, wo man gerade malen oder zeichnen will. Man sucht dann aus, ob man Avatar, Teil, Sprite oder Objekt machen will, kann die so gestalten, wie man möchte und kann auch Animationen festlegen. Und schließlich kann man dann sagen, wenn man das Ganze gestaltet hat, jeweils zu den Sprites und zu den Objekten auch noch einen Dialog festlegen. Das geht auf die einfachste Art und Weise direkt hier drunter. Und wenn man kompliziertere Dialoge haben will mit unterschiedlichen Funktionen, die mitkommen, dann öffnet man das Dialogfenster und kann das da entsprechend festsetzen. So, das war also ein sehr, sehr schneller und wahrscheinlich auch ein bisschen verwirrender auf den ersten Blick Überblick über Bitsy. Meine Empfehlung ist, öffnet dieses Tool einfach, geht zu meinbitsy.de,
versucht mal ein bisschen rumzuspielen, spielt dann auch immer zwischendrin. Man kann nicht viel kaputt machen, also eigentlich gar nichts. Man kann jederzeit auch wieder sagen, nee, jetzt will ich ein neues Spiel starten und das dann entsprechend ausprobieren und dann einfach nochmal von vorne starten. Und man kann auch, genauso wie man Spiele runterladen kann, bestehende Spiele hochladen und die dann sozusagen ausprobieren. Also wenn ihr jetzt sagt, mich hat eigentlich dieses Spiel mit Rotkäppchen und der Wolf, diese Geschichte, ganz überzeugt, das würde mich mal interessieren, wie das genau gemacht worden ist, oder dieses Beispiel mit dem Smartphone, diese kleine Präsentation, dann sind die auch alle verlinkt auf der Übersichtsseite. Ihr könnt euch die also runterladen und habt damit dann so ein paar, wollen wir sagen, Basis-Bitsis, mit denen ihr anfangen könnt zu spielen. Und ebenfalls in der Übersicht verlinkt ist auch nochmal so eine Übersichtsseite, wo Menschen, die das mit sehr viel Energie und sehr viel Leidenschaft machen und ja auch sehr, sehr viel Zeit dann in diese Bitsi-Erstellung reinstecken, wo die ihre Bitsis präsentieren. Also wo man sich dann auch einfach mal angucken kann, wenn man noch mehr machen will, als einfach mal so in 15, 20 Minuten so ein Bitsi zu erstellen, was ist denn dann vielleicht auch noch möglich? Da kann man sich so ein paar Anregungen, Inspiration holen und einfach auch nochmal sehen, wie cool dieses Tool dann tatsächlich ist, so wie ich dargestellt habe nach dem Barcamp-Prinzip. An sich ein sehr, sehr enger Rahmen, aber in diesem engen Rahmen ist die Kreativität dann eigentlich grenzenlos. Ja, in diesem Sinne, ganz, ganz viel Spaß beim Ausprobieren.